So, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal geht es um die erste Bienenwanderung in diesem Jahr und wie das so ist. Wenn es erste Mal losgeht, muss man ein paar Vorbereitungen machen. Ich mache jetzt an meinem Anhänger, den ihr hier im Hintergrund seht, die Bordwände erstmal ab, weil ich fahre einfach die Bienen gerne als Plattformanhänger. Dann ist es zum Gurten einfacher, man muss diese Wände nicht auf und zu machen und deshalb ist praktisch das Sommersetup ohne Bordwände, im Winter oft mit Bordwände, weil jetzt zum Beispiel diesen Winter haben wir unheimlich viele Apfelbäume gepflanzt und ja, und fährt das eine oder das andere durch die Gegend, da sind die Bordwände dann schon geschickter, aber wie gesagt, im Sommer zum Bienenwandern fahre ich gerne als Plattform. Dann ist es natürlich, wie es immer ist, ein Reifenblatt. Auch das kriegen wir noch in den Griff. Dann schauen wir uns die Beleuchtung an und dann geht's los. Also bleibt dran, da nehme ich euch mit. Es ist eine kleine Wanderung. Die Wanderkarre ist natürlich mit dabei. Die Zweierpalette ist dabei. Also alles, was ihr in den letzten Videos gesehen habt, werdet ihr jetzt auch im Folgenden gleich nochmal in der Praxis erleben. Jetzt ein paar Tage später, also wir haben Samstagabend, steht jetzt der Ersteinsatz von der modifizierten Karre hier hinter mir an. Ihr seht, ich habe jetzt hier vor mir ungefähr 20 Bienenvölker. Was machen wir jetzt? Wie ihr wisst, wir haben es ziemlich kalt im April. Also wenn man manchen Wetterfröschen glauben darf, ne, sollte es ja oder kann es sein, dass es der kälteste April wird, seit 1962 oder seit 1991, also auf jeden Fall ein kalter April wie schon lange nicht mehr. Und wir haben einfach das Problem, es blüht und wir werden einzelne Fenster haben von ein paar Tagen, ein, zwei Tagen mit 15 Grad, wo die Bienen fliegen können und was sammeln können. Jetzt sind wir hier eigentlich an einem Standort mit viel Kirsche, die aber, ja, jetzt nicht so ergiebig ist, sondern wir haben die Möglichkeit, diese Bienenvölker an Rapsstandort zu stellen. Und das machen wir jetzt. Das sind Bienenvölker, ihr werdet es gleich sehen. Der Boden ist gleich, der Deckel ist gleich, die Palette ist gleich. Also es sind nicht meine Bienenvölker, aber sie sind auf jeden Fall mit mir verwandt. Der Unterschied ist einfach der Brutraum. Also ich zeige es euch einfach ganz kurz. Es sind einfach Völker auf Zander. Warum, wieso, gehen wir jetzt gerade nicht drüber ein. Wie gesagt, sind nicht meine Völker, aber sind mit mir Verwandte, dienen auch nicht in erster Linie zur Honiggewinnung. Deshalb war das jetzt auch nicht geplant, die an Raps zu stellen. Das machen wir jetzt eigentlich nur, dass wir die nicht nochmal füttern müssen. Ja, weil Raps ja eine relativ ergiebige, wirklich ergiebige Tracht ist. Und da erhoffe ich mir jetzt einfach, oder erhoffen wir uns jetzt einfach, an diesen zwei, drei Tagen 15 Grad bis 20 Grad warmes Wetter, wo sie sagen, wenn sie denn so kommen, dass die Bienen sich zumindest mal so viel versorgen, dass wir sie die nächsten zwei Wochen nicht füttern müssen. Ihr habt es auch gesehen, es ist kein Honigraum drauf. Es wird auch wahrscheinlich bei den meisten Völkern keiner draufkommen oder noch nicht draufkommen, sondern da geht es erstmal ein bisschen in Anbetracht der Wettervorhersage um die Selbstversorgung. Ich nehme jetzt euch aber vor allem mal mit und zeige euch nochmal den Einsatz mit dieser Karre. Wir wollen auch mal schauen, wie schnell wir hier diese 20 Völker verladen. Ich habe es jetzt auch bewusst die Flugloche noch nicht zugemacht. Ich meine, wir rechnen nachher die 30 Sekunden zu, wo ich gebraucht habe, um den Schaumstoff zu verteilen. Aber sonst, wie gesagt, die Karre ist noch auf dem Anhänger fixiert mit Spanngurten. Wir starten einfach auf Null und schauen mal, wo wir da jetzt zeitlich sind, wo wir finanziell mit der Karre sind. Das habe ich euch ja in einem anderen Video erzählt. Das verlinke ich euch aber auch gerne nochmal da. Und alle, die noch nicht wissen, wie es mit dem Raps so aussieht, wie bei uns da der Stand der Dinge ist, den empfehle ich unsere Bienenkontrollfahrt, fortlaufende Serie, die verlinke ich euch einmal hier oben. So, jetzt stelle ich euch mal auf die Seite, ihr schaut zu und wir geben Vollgas. Die letzten vier mit Schaumstoffstreifen. So, dann haben wir die doch alle mal die Fluglöcher verschossen. Holen wir uns die Maschine
und los geht's. So, Maschine befreit. Dann starten wir sie. Strom an, Gas an, Rückwärtsgang rein. Ja, es gibt verschiedene Methoden. Jetzt könnte ich die natürlich hinten drauf fahren oder ich stelle sie von der Seite hin und schiebe sie auf die richtige Position. Was da jetzt schnell ist, das kann ich euch auch nicht sagen. Was leider jetzt gerade natürlich nicht funktioniert, ist mein Klemmhaken, weil der ja für den Rand gebaut ist und nicht für Zander. Könnte man jetzt nochmal ein Loch dazu bohren, aber wie gesagt, es ist ja eine Ausnahme, was ich hier mache mit Zander. Hier war natürlich ein bisschen zu tief. Da haben wir ja hier die Möglichkeit, das einfach nach oben zu fahren. Das haben wir uns ja so alles ausgetüftelt. So. Brauchen wir jetzt also so nicht zum Klemmen gerade insofern. Ist doch das alles. Hauen wir uns wieder den Rückwärtsgang rein. Und dann würde ich doch sagen, holen wir uns gleich die nächste Lage. Liegt hier natürlich wieder ein Holz im Weg. So. Ah, wir sollten vielleicht mal auf die Uhr auch schauen. Ja. Also sagen wir mal, wir haben um 25. Ja, und jetzt habe ich gemeint, wir könnten jetzt klar von hinten drauf fahren, schön in Position fahren, aber wie gesagt, die sind nicht schwer. Die schieben wir uns kurz zurecht. Thank you.
Also, ich muss sagen, ich habe noch aufzuladen, zweimal. Aber ich bin von dem System überzeugt, für das Geld in dieser Geschwindigkeit. Voll. Sagt man doch, das Beste kommt zum Schluss. Zwei Vögel auf der Tand. Das sind aber meine. Nicht, dass es jetzt heißt, der letzte Satz war Spaß. Ja. Also, wie ihr gesehen habt, auch bei mir dürfen sehr nahestehende Leute auch im Sand imkern. Wir wollen hier nicht, dass es nachher heißt, ey, der macht Sand schlecht. Nein! Jeder soll das machen, wie er will. Warum ich da Tand habe, ich glaube, das habe ich oft genug gesagt. Und da bin ich auch noch absolut überzeugt. Vor allem, wenn ich mal ausnahmsweise in diesen Zandbeuten eine Durchsicht machen muss, da ist in der Tand arbeiten wie Urlaub. Nein, Spaß beiseite. Also, jetzt machen wir noch ein paar Spanngurte rum, dann schauen wir auf die Zeit und dann melde ich mich wieder. Ihr seht es hinter mir, die Ladung ist verstaut. Ich musste ein bisschen improvisieren, ich habe einen Spanngurt zu wenig gehabt. Aber wir haben es hinbekommen, in meinem coolen Raum unter dem grünen Bus findet sich alles. Genau, jetzt geht es für mich einfach zum Raps. Das sind hier 5 Kilometer Wegstrecke, abladen und dann ist Feierabend. Das Ganze noch mal ganz kurz in Daten. Akkuverbrauch nicht messbar. Zeit, genau, ich habe es gebraucht, 24 rechnen. Ich habe es gebraucht für 24 Bienenvölker knapp 25 Minuten mit Gurten, mit Maschine abladen, mit Flugloch zu machen. Also sagen wir mal eine Minute pro Bienenvolk, von mir aus sagen wir 1,30. Also den Anhänger habe ich voll in einer knappen halben Stunde. Abladen, ja, auch sowas und gut ist, ja. Jetzt fängt es an zu regnen, ich gehe jetzt los, beeil mich, gehe ins Wochenende. Ich wünsche euch was, Fragen, alles Mögliche in die Kommentare, Daumen nach oben und Abo und Servus.